herzliches Hallöle und damit willkommen zurück hier bei 7 Days to Die am Tag 7, 4 Uhr 15, nein 14, jetzt 15. Es geht langsam auf den Blood Moon zu. Der soll ja irgendwo bei 14 rum, plus minus 2, glaube ich, habe ich eingestellt. Letzte Folge haben wir nochmal geguckt. Wir brauchen auf jeden Fall Points to Spend. Das bedeutet, wir müssen skillen, denn... gehen wir da rein. Wir brauchen hier Punkte, genau. Und wir brauchten für eine weitere Sache noch Punkte. Und ich glaube, das war sogar... Construction Engineering war das, glaube ich, oder? Denn lasst uns gucken, Fansbild. Nee, das war es auch nicht. War das Ear Science? Ich weiß es gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir werden erstmal die Punkte reinholen. Und dann schauen wir, wo wir denn sind. Also wir haben noch 3000, fast 3400 Punkte dorthin. Pflanzenfaserhemd. Cool wäre natürlich, wenn wir mal ein anderes Hemd finden würden. Vielleicht noch ein paar Handschuhe. Haben wir denn vielleicht schon ein anderes Hemd? Wir haben hier ein Jacket, okay. Wir haben noch ein Jacket, okay. Das mal so ein bisschen hinsortieren hier. Ein Skullcap, okay. Eine Lederkapuze. Ja, aber aktuell nicht so wirklich etwas, wo ich sagen würde, geht los. Können wir machen. Ein paar Schrotflintenmunition haben wir letztes Mal gemacht. Wir haben das Jagdgewehr, wir haben die Double Barrel und wir haben auch die Eisenspitzhacke. Ob wir die wohl noch mal kurz reparieren können? Haben wir denn noch Eisen übrig? Ja, theoretisch haben wir geschmiedetes Eisen. Und theoretisch könnten wir die wohl, ich weiß es nicht, können wir die an der Werkbank reparieren? Ach nein, wir brauchen irgendwas anderes und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Wir brauchen so ein Tool. Ich will noch mal einmal kurz reingucken. Haben wir denn, wenn wir jetzt Werkzeuge... okay. Science können wir nicht. Dekor wollen wir natürlich auch nicht. Das ist ja auch klar. Eine College-Jacke. Ein Flanellhemd. Aus was können wir denn... Ah, wir können aus Kit... Aber dazu brauchen wir Needle und Thread. Ja, okay. Nein, gibt's doch alles nicht. Okay, zurück. Munition, Waffen ist das definitiv bestimmt auch nicht dabei. Bei den Tools haben wir nicht mehr viele Seiten. Muss ich das wirklich finden? Muss ich mir halt immer ein neues machen wahrscheinlich, ne? Ärgerlich. Gut. Nichtsdestotrotz, was haben wir gesagt? Ich glaube, wir wollten... Ja, wir wollten hier straight rüber und wollten hier mal in diese Richtung gucken und wollten den ganzen Bereich hier noch ein bisschen erkunden. Mal sehen, was es da so gibt. Und ja, ich hoffe, wir können genügend Points, genügend Skillings machen, zwischendurch halt Ressourcen sammeln und ja, alles weitere, würde ich sagen. Ich nehme mal den Verband hier in die Hand aus Sicherheitsgründen. Und ja, lasst uns doch einfach los. Ich denke, wir sind gut genährt, wir haben genügend getrunken. Und an der Stelle spricht nichts dagegen, einfach mal loszulaufen. Oh. Ach ja, ich wusste eben gerade nicht, wo man läuft. Aber in dem Fall ist das hier die Alt-Taste bei mir. Keep on running. Keep on hiding. So. Oh, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Strafe, weil ich gesungen habe. Nachher wird das Video gesperrt, aber ich glaube, ich singe so schlecht, das erkennt YouTube nicht als Fehler. Haben wir eigentlich hier in die alten... Da haben wir doch reingeguckt, oder? Ich glaube, da haben wir reingeguckt. Sollten wir vielleicht... Doch, wir wechseln mal den Verband und schnappen uns hier einfach mal die Axt. Ist lange, okay. Das gibt Fleisch. Oh, da ist er. Der Kleine. Auch das. Komm her.
Sage mal. Jetzt aber. Da kommt auch noch einer. Ei, das gibt's doch wohl nicht. So, jetzt habe ich natürlich das Messer nicht. Jetzt wollen wir das Messer nochmal austauschen. Ich habe zu wenig Slots. So. Einfach zu wenig Slots. Weiter geht's, Freunde. Achso, hier reingucken wollte ich, ne? Das war ja der Sinn des ganzen Unterfangens. Hier mal reinzuschauen. Was ist denn? Oh, Öl. Das brauchen wir. Jeden Fall. Auf jeden. Ist noch ein bisschen Müll. Da ist nichts zu finden. Gucken wir mal kurz hoch. Auf jeden Fall gibt es hier oben einen Barrel und hier gibt es einen Shotgun Messias. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder die Axt. Ist das genial. So, komm her hier. Mach auf, der Teil. Schauen wir mal, was inne ist. Ja, Iron Spear. Und der Hunter Mod. Okay. Okay. Toolbox. Durchsuchen wir die Toolbox. Medical Parts und ein Clawhammer. Das nehmen wir mit. Kein Problem. So, jetzt bin ich nochmal gespannt, was ist, wenn ich die hier. Ne, da gibt es nur. Halt. Auf die 4 wechseln. Jetzt auch nur Metal und Treibstoff, das ist auch gut. Wenn ich die jetzt zerhacke, gibt es halt auch nur Metal. Aber nicht so schlimm. Ressourcen sind Ressourcen sind Ressourcen. Ne? So könnte man das durchaus sehen. Ne, so sehe ich das einfach auch. So, weiter geht's. Wir hatten einen Auftrag. Der ist auch noch nicht gelootet. Nehmen wir mit. Nägel können wir gebrauchen. So, hier schön an dem Felsen vorbei. Wollte ich, oh, der ist leer. An dem Felsen vorbei. Natürlich ein bisschen Ausschau halten hier. Eventuell noch so ein, zwei Nesterchen mitzunehmen. Da ist zum Beispiel eins. Für Pfeilersatz. Da ist auch noch eins. Genau. So, Leute. Das ist jetzt die, um das nochmal kurz zu erwähnen. Das ist jetzt die erste Folge in unserer Aufnahmesession. Oder in der Aufnahmesession, die ich machen möchte. Ich möchte versuchen, jetzt die nächsten, ohne diese hier, also die nächsten drei, insgesamt vier, halt in einer Session aufzunehmen. Wenn man erstmal einen Lauf hat, hat man einen Lauf, das will ich damit sagen. Ich hoffe, und aktuell ist es so, dass ich auf Kommentare noch gar nicht eingehen konnte, denn es sind ja zu den alten Folgen, quasi während ich das hier aufnehme, sind die anderen Folgen gerade erst rausgekommen. Und da wird es natürlich schwierig, in dieser Session auf die Kommentare der letzten Folgen einzugehen. Also das nochmal im Hinterkopf behalten, bitte. Und wir sind jetzt, ja, wir sollten auf dieser Straße, wollte ich weitergehen. Auf dieser Straße soll er gehen. Und das machen wir natürlich auch. Haben wir eigentlich noch genügend? Ne, Bretters haben wir nämlich nicht genügend. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Holz farmen gehen. Das können wir an der Stelle hier tun. Ein paar Bretter abfarmen. Ja, mit der Axt lässt sich es ein bisschen besser machen. Die ist gut drauf. Das passt. Out of Stamina. So. Ich glaube, 200 und einen Baum machen wir noch. Oh, das ist gut. Hier ist Eisen. Den nehmen wir auch mit. Ah, jetzt habe ich die Schaufel nicht mitgenommen. Richtig, wir wollten hier auch noch ein bisschen Clay machen. Ne? Aber das können wir jederzeit anders auch machen, glaube ich. Und wir wollen natürlich skillen. Ist das ein Schwein? Das ist ein Schwein, ja. Das wollen wir uns auf jeden Fall handeln.
hoffe, das ist gleich noch da. Hartnäckig, der Bursche. Jetzt habe ich XP verdient, das ist gut. Ich hoffe nur, wir finden das Schwein gleich wieder. Bitte lass mich das Schwein wiederfinden. So, wo bist du? Kleine Sau. Da steht es. Wow. Was ist denn nun? Oh, ich sehe es nicht. Alles klar. Okay. Ich habe eben... Ah, das gibt's doch nicht. Krass. Ich habe eben die Waffe nicht mehr gesehen. Und ich denke, warum hat er die Waffe weggepackt? Und aus diesem Grund, warum bin ich eigentlich so langsam gelaufen? Ja? Das ist doch wieder... Junge, Junge, Junge. So, komm, gib ihm. Sehr schön. Einmal kurz rein. Ich glaube, wir müssen reparieren. Jawohl. Das hat soweit gepasst. Ich nehme nochmal aus... Und aus Sicherheitsgründen nehme ich nochmal die Klinge hier in die Hand. Ja, sehr schön. Aber das hat auf jeden Fall Fleisch gebracht und Leder und Knochen. Und das brauchen wir alles. Das brauchen wir alles. Das können wir scrappen, genauso wie wir das hier scrappen können. Das kann man so nebenbei nochmal laufen. Das hier kann gedroppt werden. Das brauchen wir erstmal nicht. Später vielleicht. Aber ich sehe jetzt gerade nicht den Sinn darin. Den Sinn darin. So, Brads and Pistons. Da könnte man mal reinschauen. Vielleicht gibt es dann... Oh, da war eben der Sound weg. Ich mich erschrocken. Können wir mal kurz reinschauen. Vielleicht gibt es da ja... Ist das eine Mühle oder was? Das sieht aus wie eine Mühle, oder? Was ist denn da oben? Okay, wir schauen mal hoch. Johnny! Wow! Okay, kommt einfach runter. Kommt runter, kommt raus. Nice. So, dann hätten wir das auch schon mal. Sehr gut. Das ist interessant hier. Sehr interessant. Hier lässt sich bestimmt Elektronik abbauen. Okay, ich dachte, da wäre was hinter. Hier könnte was hinter sein. Aber warum sollte da was hinter sein? Das ist jetzt mal die andere Frage. Eine Sache, genau, das wollen wir jetzt mal machen. Ich will mal eben kurz gucken, ob wir... Okay, hier gibt es auf jeden Fall Electronical Parts. Ich nehme es einfach mal mit. Es kann ja nicht schaden, ne? Wie man so schön sagt. Es kann ja nicht schaden. Wir so ein bisschen was rausholen hier. Und XP gibt es halt auch noch. So, wir warten nochmal kurz auf Ausdauer. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir... Nein, da können wir nichts abbauen. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir... Schade, das nicht abbauen können. Aber ich will da rein. Und wir haben ja jetzt eine Pickaxe. Das ist sehr gut, weil wir können auch dann schön Safes knacken.
wie gesagt, einen Punkt haben wir jetzt. Wir gucken, wenn wir das hier mal eben, wenn ich das hier durch habe, schauen wir mal schnell, wie viel XP uns zu den nächsten Punkten fehlen. Ach, dein Ernst? Na gut, wenn es so sein soll. Gut, dann schauen wir jetzt mal eben, wie viel uns fehlen. 14.000 Punkte, das ist jetzt nicht allzu viel. Ein Punkt haben wir da. Das sieht ganz gut aus. Crafting, achso, da sind wir ja beim Crafting, alles klar. So, dann trinken nicht, aber essen brauchen wir demnächst dann mal irgendwann. Will da an den Rucksack ran. So, gleich ist soweit. Hinzu, ich weiß gar nicht, haben wir nachgeladen? Ja, wir haben nachgeladen. Ja, da war jetzt ja mal richtig viel drin, ne? Das hat mal richtig Freude gebracht. Gut, nichtsdestotrotz. Oha. Oh Gott. Wow. Ja, kommt hier ruhig. Wow. Alter. Buddy, was ist los bei dir? Krass. Das nimmt hier Form an. Aber Leute, keine Panik, das sind alles unsere XP. Nein! So. Apropos XP, apropos Pfeile. Irgendwo hier sollte noch ein Pfeil hängen. Aber gut. Wir schauen trotzdem hoch. Da ist noch ein Pfeil. Den nehmen wir natürlich mit. Und eigentlich so diesen unten. Das verstehe ich. Wir nehmen trotzdem mal die. Der hat sich durchgehackelt. Wow! Bist du denn verrückt? Ich habe ein ganz klein wenig Panik gehabt, gerade als er auf mich zugestürmt ist. So, jetzt haben wir aber ein bisschen Ruhe und ich will mal gucken, ob wir hier Leder rausbekommen. Ja, sehr schön. Leder brauchen wir. Wir nehmen das alles mit. Leder ist nämlich entsprechend wichtig für, genau, ihr habt es erkannt, die Pickaxen, die wir noch machen müssen, weil wir sie ja nicht reparieren können. Aktuell. Du bist durstig, trink Flüssigkeit. Okay. Wenn du das möchtest, trinke ich das. Wo haben wir denn unsere Flüssigkeit? Da haben wir unsere Flüssigkeit. Dann trinken wir doch ein Stückchen. Das ist gut. So, was ist hier? Okay, das ist anscheinend nur.
Holz, in Anführungsstrichen. Halt, Pfeile wollen wir machen. Arrows, Arrows. So, wir können machen 26, das machen wir natürlich. Keine Diskussion. So, und dann haben wir hier unten, ja, doch einiges, was wir... Eine Vending Machine. Ah, hier können wir uns auf jeden Fall was kaufen. Kaffeemaschine mal durchgucken. Hier mal den... Was ist das? Oh, Mega Crush. Scheint Energy Drink zu sein oder sowas. So, hier haben wir noch ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Das ist Bier. Eine Registrierkasse geht nicht. Eine Mikrowelle. Ja, nehmen wir mit. Kaputt. Und das nehmen wir mit. Da ist auch entsprechend drin. Und zwei Bier. Wir haben noch einen Kochtopf. Den können wir auch noch mitnehmen. Oh, Ammunition. Schrotflintenmunition. Das gefällt mir. 8 Schuss. Das ist gut. Ich denke, das hat sich einigermaßen gut gelohnt. Ist hier. Oh, Old Stuff. Da gucken wir nochmal rein. Und noch ein Kochpot. Und. Oh. Food. Da war jetzt Papier drin, ehrlich? Ich höre ein Schwein. Oh, sehr gut. Und noch ein Iron Spear. Und ach du meine, Triple Pocket Mod, Rohrbombenmunition, Eisenbrustpanzer. Können wir den gleich wearen? Ach, den haben wir ja schon. Ist egal, wir nehmen alles mit. Und auch hier haben wir noch was zum Essen. Apropos was zu essen, Dose Thunfisch, die würde ich sagen, knispeln wir uns gleich mal rein. Und ich glaube, wir sind fast vollgeladen, wa? Wir gucken hier nochmal in den Medical Biscuit rein, würde ich gerade sagen. So, und dann hauen wir uns hier mal durch. Sehr schön. Da ist das Schwein. Au! Kleiner! Ich hab gedacht, der springt da nicht hoch. Verdammt nochmal! So, Freunde, gucken mal kurz. Das ist nicht weit entfernt. Ich lege mal eben ab, würde ich sagen. Wir gehen mal eben zurück und legen mal schnell ab. Auf dem Rückweg können wir hier die Metalldinger nochmal mitnehmen. Wir können noch mal schnell reparieren. Das können wir auch noch mal schnell tun. Ach, da geht's ja lang. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Und es ist auch Sinn, uns noch eine neue Pickaxe zu machen. Auf die Schnelle. Haben wir eigentlich noch genügend? Wir haben 200 Holz. Ich weiß gar nicht, macht das Sinn vielleicht nochmal? Komm, wir nehmen nochmal einmal den Baum hier mit. Das kann ja nicht schaden. Weil Pickaxe craften ja eigentlich auch Zeit für die Nacht ist, wenn man so wollen. So, wir schauen gleich mal, wie viele Punkte wir schon haben. Das sollte eigentlich schon recht viele Punkte gegeben haben. Sehr schön. So.
Machen wir sofort, wenn wir zu Hause sind, schauen wir uns die Punkte nochmal eben an. Da ist das Military Camp. Da liegen immer noch Minen, Freunde. Vorsicht. Ah. Ich habe ihn doch gehört. Nein. Hat sie sich noch weggedreht? Crossbow wäre natürlich genial, ja. Das ist doch nicht wahr. So. 900 Punkte gab es für den. Ja, sehr gut. Wir nehmen das alles dankend mit. Da ist noch ein Auto, das können wir zerlegen. Auch das nehmen wir dankend mit. Na, so geht's nicht. Aber so geht's. Dann Öl, Treibstoff läuft bei uns, Batterie läuft auch bei uns. Wir sind mit ein bisschen überladen, geringfügig. Und wir müssen auch dringend was essen, sehe ich gerade. So, schön, sehr gut. Hier ist auch gleich unsere. Wir gehen außen rum, glaube ich, das ist am sinnvollsten. Ich glaube, die Jagdgewehrmunition, die können wir getrost. Ist da was? Hüpfen hier rein. So. Kleines bisschen überladen. Macht nichts. Alles gut. Sieht gut aus. Freunde, bringen wir das zurück. Dann ist die Folge eigentlich schon wieder zu Ende, sehe ich gerade. Und dann gehen wir nochmal weiter. Und sehen zu, dass wir unsere Punkte zusammenbekommen. Also, schauen wir doch mal. Wir haben zu essen. Wir haben. Leder gibt es hier gar nicht, ne? Ne, Leder war da hinten. Wir haben aber Knochen. Wir haben diesen Mega Crush, was auch immer das ist. Wir haben das. Wir haben die Seeds. Wir haben die Schmerzpillen, wir haben das Fett, wir haben das, wir haben Glas, wir haben die Cooking Pots, wir haben Dosensuppen, die packen wir auch dahin. Spiritus, anscheinend doch recht selten. So, Stofffetzen weiß ich nicht, wo sind, und die Mods kommen dahin. Die Bombe packen wir auch dahin. Ja, aktuell ist das hier alles andere. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, hier ist der Mod. Die Bombe kommt dahin. Hier kommt das hin. Die Stofffetzen kommen dahin. Der Speer kommt dahin. Die, weiß gar nicht, die Spritze. Ich glaube, die kommt da gar nicht hin. Ich glaube, das kommt da ja nicht hin. So, der Rest kommt. Ja, der Rest kommt darüber. Halt, Moment. Die Pistolenmunition kommt hier hin. Und die Hälfte von dem kommt auch dorthin. Fest vorgenommen. Oxid ist jetzt nicht das, was ich wollte. Wir wollen das dorthin packen. Das. Nee, das ist ein Werkzeug. Aber das kommt da alles hin. So, Papier, Werkzeug und der ganze andere Gedöns. Das kommt dorthin. Aloe Vera haben wir gesagt, packen wir einfach mal dahin. Die Sachen, die überladen haben. Die Spritze, ich meine, die war da. Ja, so zwei Spritzen haben wir da. Wir haben 400 Eisen, was wir theoretisch einschmelzen. Das machen wir aber heute Abend. Würde ich vorschlagen. Treibstoff haben wir ja genug an der Stelle. Und ja, wir machen uns noch einen Pfeil. Ein paar Pfeile machen wir uns noch. Zumindest die, die wir machen können. Jetzt ist die Frage. Einen Moment, Pickaxe. Ja, ist das hier drunter? Ne, es müsste hier sein. Pickaxe. 30 davon, 15 davon. Und wir brauchen Tape. Ducktape brauchen wir auch noch.
Haben wir überhaupt Duct Tape? Wir haben 2 Duct Tape. Und wir haben entsprechend Leder. Wir haben aber auch die Knochen. Wir haben, glaube ich, auch den Pot, den Cooking Pot. Genügend dafür. Okay, wir werden uns erstmal mit dem weiter begnügen müssen, was wir haben. Und ja, Freunde, ich würde sagen, die Folge ist jetzt zu Ende. Wir sehen uns... Oh, da ist die kleine Horde. Seht ihr das? Eine klitzekleine Horde. Ach ja, wir wollten noch eins tun. Wir wollten noch gucken. Jetzt sind wir weg. 5000. Das ist nicht mehr viel. Da sind wir demnächst... Kleine Wanderhorde. Guckt euch das an. Okay, Freunde. Vielleicht mischen wir die noch ein bisschen auf. Ich weiß es noch nicht. Das sind Punkte ohne Ende. Freunde, jetzt ist aber auch wirklich die Folge zu Ende. Ich habe schon wieder 2 Minuten überzogen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Gerne noch ein Abo. Schreibt mir das in die Kommentare. Lest mir das gerne durch. Und wir sehen uns. Ich hoffe gleich, also für euch einen Tag später oder 2, je nachdem, für mich gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.